Frage der Woche. Gucken Sie Sport? Ab und zu, kommt drauf an, was. Und betreiben Sie auch selber Sport? Sagen wir mal so, wir machen zweimal im Jahr immer 10-mal Sport mit einer Sportlehrerin. Und das reicht eigentlich. Was halten Sie von Leistungssport? Nee, viel brauche ich nie. Also betreiben Sie keinen? Nee, ich habe meine Arbeit. Und kennen Sie jemanden, der Leistungssport betreibt? Leistungssport nie, aber mein bester Kumpel ist trainiert. Ist gut. Ist gut. Schauen Sie was im Fernsehen oder betreiben Sie selber Sport? Früher habe ich Sport mal betrieben, ja, jetzt nicht mehr. Alter. Gerannt. Ja, war immer im Frauenturnen und jetzt gehe ich auch in den Turnsport, gehe immer noch. Ne? Weil man das braucht. Ja, mein Bruder macht Sport und zwar ja, ziemlich professionell. Also der macht Handball mit, wie alt ist er, 13, in seinem Verein und er spielt gegen andere Mannschaften in unserer Region und generell. Wintersport im Moment, ja, Leichtathletik. Fußball gucke ich mit meiner Mom, ja. Also ich verstehe es nicht wirklich, aber ich gucke es gern mit ihr. Nein, ich mache keinen Sport. Und gucken Sie im Fernsehen Sport? Ja. Und was genau? Eiskanzlaufen. Naja, eigentlich nicht. Nur wenn WM kommt, EM und Olympia. Alles. Mein Mann ist sportbegeisterter. Also Ski, Springen, Skilaufen. Wenn irgendwelche Weltmeister oder Europameisterschaften sind, dann ist der Fernseher immer. Boxen auf keinen Fall. Die hauen sich immer gegenseitig. Das ist nicht so schön. Fußball nur, wenn Deutschland mitspielt. Na, alles hier. Die ganzen Wintersportarten und Schwimmen und Turnen. Ich habe mal Fußball gespielt, aber es ist vorbei. Ich zum Beispiel betreibe Sport früh, 20 Minuten. Nachmittag im Winter zu Hause mit dem Trainer. Radfahren, sonst draußen bei schönem Wetter und abends noch mal 20 Minuten. Also jetzt in meinem Alter natürlich gar nichts mehr. Also ich war 14 Jahre beim Sportclub Hoyerswerda. Was hat Ihnen gefallen? Erstmal das Beisammensein, dass man das nicht alleine macht und in der Gruppe. Und ja, wir haben gemacht einmal im Monat Kegeln, ansonsten Kraftsport, Gymnastik, Boden, alles was gut tut. Und gucken Sie auch im Fernsehen Leistungssport? Da eigentlich jetzt weniger. Also jetzt gerade mal Skispringen.